Vielen Dank, lieber Andrea, für die nette Einführung und auch für das tolle Zitat für den Harald Welzer. Das fand ich sehr gut. Wer kann mitmachen? Das sind nämlich alle. Das sind Privatpersonen, die vielleicht einen Garten haben oder die in der Kita sind und Kindern was beibringen möchten zur biologischen Vielfalt. Das sind die Kommunen, das sind Unternehmen, Vereine und Firmen. Kitas können mitmachen, Universitäten, Altersheime und Krankenhäuser. Auch die ganzen Wohnungsbaugesellschaften mit ihren Freiflächen, dann natürlich Gärtnereien, Saatgutbetriebe und Gartencenter, was von der DGG koordiniert wird, aber auch Betreiber von Parkanlagen, also Grünflächenamtsleiter, alle öffentlichen Gärten, zoologische Garten und so weiter. Die nächste Folie bitte. Genau. Und wie kann ich mitmachen? Ich habe Ihnen hier ein Blatt zusammengestellt. Ich denke, das können wir Ihnen auch zur Verfügung stellen. Es fängt damit an, dass Sie natürlich Ihren Garten oder Balkon naturnah gestalten können. Und das machen Sie am besten mit unseren Pflanzen, dass Sie unser Saatgut aussäen oder unsere Staudenpflanzen, die Sie in den Gartencentern bekommen und in den Gärtnereien, dass Sie sich überhaupt schlau machen und indem Sie an unseren Schulungen teilnehmen und Veranstaltungen, die relativ oft ja auch bei uns stattfinden. Da haben wir unseren Veranstaltungskalender. Und bei uns wird die Bildung extrem groß geschrieben. Wir haben sehr viele professionelle Merkblätter erstellt und diese Materialien finden Sie im Servicebereich. Dann haben wir einen Newsletter, der regelmäßig rauskommt und wo Sie die aktuellsten Nachrichten von 1000 Gärten und 1000 Arten erfahren können. Das lohnt sich mitzumachen. Der dient auch der Vernetzung. Wir haben die Kunde-Landkarte, da komme ich gleich noch zu, wo Sie Ihren Garten eintragen können, wenn Sie diesen naturnah gestaltet haben. Es gibt Prämierungen, da wird die Martina Koch gleich zu sprechen drauf kommen. Und wir möchten auch, dass Sie mitforschen und bei unserem Monitoring-Paket mitmachen. Die Links stellen wir Ihnen auch zur Verfügung. Nächste Folie, bitte. Und was ganz besonders ist, ist unser Service-Paket für Kommunen. Was der Wieler erstellt hat in Zusammenarbeit mit unserer Pressereferentin. Wir haben alle Merkblätter zusammengestellt. Es gibt ein Mustermitaufruf. Es gibt Musterpressemitteilungen. Alle unsere Materialien können Sie im Grunde 1:1 kostenlos nachdrucken, wenn Sie das gerne möchten. Und dieses Paket finden Sie ebenfalls im Servicebereich. Nächste Folie, bitte. Und deswegen habe ich mal zwei Beispiele mitgebracht, die wir aktuell haben, wie sie mitmachen können. Die Stadt Heilbronn setzt sich ein für biologische Vielfalt. Sie hat quasi unsere Kampagnenidee aufgegriffen und sie wird ab März 25.000 Saatguttüten verteilen, kostenfrei an alle Bürgerinnen mit unserer Saatgutmischung Wildblüten für Garten und Balkon. Sie wird zudem eine Stadtzeitung herausbringen, eine Sonderzeitung, mit einem Vorwort vom Präsident der Gartenamtsleiterkonferenz, Götz Stehr. Und es werden auch einige Blühwiesen entstehen mit unseren heimischen Wildpflanzen in den Parks und in den Gärten. Und dies ist das Plakat. Und genauso können Sie das, die Sie heute hier zuschauen, nachmachen. Da würden wir uns sehr freuen. Und ein zweites Beispiel, was jetzt auch jüngst entstanden ist, wenn du bitte weitermachst, das ist ein Wildpflanzenbeet, was über Weihnachten entstanden ist. Wir hatten das Grünflächenamt als großen Sponsor. Die haben 50.000 Euro zur Verfügung gestellt, sodass über 1.000 Wildpflanzen in Berlin mit am Hackeschen Markt gepflanzt werden konnten. Wir hatten noch weitere Kooperationspartner, den Bundesverband für Garten- und Landschaftsbau, die Stiftung Kleine Plätze und die Stiftung Galabau. Und die Stiftung Galabau wird Sorge tragen, dass auch im Nachhinein, wenn alles schön blüht, es Pflegedurchgänge geben wird über eine professionelle Fachkraft, sodass die Auszubildenden des Grünflächenamtes und der Gartenbau-Landschaftsfirmen, dass die auch ein bisschen was erfahren zu den Pflanzen, also nicht nur Pflegedurchgänge, sondern auch richtige Seminare, die dann alle 2 Monate stattfinden. Nächste Folie, bitte. Und jetzt kurz zu sprechen auf unsere Gärtnereien, wo wir gerade ein Netzwerk aufbauen, die Deutsche Gartenbaugesellschaft. Nächste Folie, bitte. Nur kurz zu erwähnen ist, dass wir unsere Pflanzen nach 4 Bereichen verkaufen und produzieren. Da möchte ich jetzt aber fachlich gar nicht drauf eingehen. Das würde ich dann später im Raum erläutern, warum das so ist. Und nächste Folie bitte schon. Und diese Gärtnereien, wo Sie unsere heimischen Wildstauden kaufen könnten, die finden Sie auf der grünen Landkarte, aber nicht nur die Gärtnereien,
sondern auch die prämierten Gärten und Kampagnenpartnerinnen und alle Menschen, die naturnahe Flächen haben, diese tragen sie auf dieser grünen Landkarte ein. Nächste Folie bitte. Und kurz auf die Saatgutmischung zu sprechen. Wir haben ja zwei Saatgutmischungen entwickelt, die Sie einerseits in einem Onlineshop kaufen können, oleum.de. Andererseits können Sie ab 2500 Stück auch Ihr eigenes Logo mit draufsetzen. Und diese Bestellungen laufen dann über unsere Gartenmärkte, über den Stefan Schuller oder die Brigitte Ken, die jetzt neu dabei ist. Die nehmen ihre Bestellungen gerne auf. Und generell nehmen wir auch Sammelbestellungen auf, wenn der Mindestbestellwert bei 100 Euro liegt. Das ist alles möglich und das wird auch sehr rege wahrgenommen. Und bitte die nächste Folie. Und damit bin ich eigentlich schon am Ende meiner kurzen Vorstellung. Ich bitte Sie, sagen Sie es weiter. Bestellen Sie unsere Infomaterialien, unsere Flyer. Hängen Sie unsere Plakate auf, egal wo, ob im Café, im Stadtteilzentrum, im Rathaus oder in der Bücherei. Denn mir fällt die stolze Aufgabe sozusagen heute zu, dass ich die Prämierung von Firmengeländen vorstellen darf, die seit diesem Jahr innerhalb des Projektes möglich ist. Hier können sich engagierte Unternehmen für ihre naturnah gestalteten Liegenschaften prämieren lassen. Und vielleicht noch mal ganz kurz, falls andere Firmen auch dazugeschaltet sind, die noch nicht naturnah gestaltet haben, wofür ist das eigentlich gut? Also natürlich schützen sie die biologische Vielfalt direkt vor Ort. Eine naturnahe Gestaltung kann aber auch dazu beitragen, dass Kosten gesenkt werden, beispielsweise bei der Unterhaltung der Grünflächen, da naturnahe Grünflächen oftmals nicht so intensive Pflege brauchen wie konventionell gestaltete Grünflächen. Über Dach- und Fassadenbegrünung hat man auch Isolierungseffekte, die auch Kosten reduzieren können. Das Unternehmen oder auch die Stadt oder Kommune, die naturnah gestaltet, kann darüber ihre ökologische Verantwortung zeigen. Und durch eine solche naturnahe Gestaltung lässt sich auch das Arbeitsumfeld aufwerten, wodurch dann auch das Wohlbefinden der Mitarbeiter oder auch der Anwohner gesteigert wird. Und eine Firma oder auch ein ganzes Gewerbegebiet kann dadurch auch Imagepflege betreiben. Also für Mitarbeiter und Kunden ist es auch interessant, oder man kann sich sozusagen mit einem Unternehmen, was naturnah gestaltet und somit seine ökologische Verantwortung zeigt und auch authentisch lebt, besser identifizieren und ist damit auch attraktiver sozusagen für Mitarbeiter und Kunden. Nächste Folie bitte. Genau, als erstes Unternehmen, welches sich zur Prämierung angemeldet hat, das ist die Spierster AG aus Rimbach, aus dem schönen Odenwald. Die Spierster AG ist ein mittelständisches Unternehmen mit über 100 Mitarbeitenden, ein international führender Hersteller für thermoplastische Höchstdruckschläuche. Und der CEO Ruben de Graaf hat diese naturnahe Gestaltung bei sich auf dem Firmengelände ins Leben gerufen. Er ist der Ansicht, dass es keinen Planeten B gibt und dass daher jeder seinen Teil zur Erhaltung und Verbesserung der Umwelt beitragen muss. Und das wird auch aktiv im Unternehmen gelebt. Und nicht nur von Herrn de Graaf, sondern auch von den Mitarbeitenden. Das kann ich bestätigen, weil ich öfter vor Ort bin bei den Umsetzungsmaßnahmen und das auch immer wieder erlebe. Und ähnlich wie bei der Prämierung von naturnahen Privatgärten gibt es auch hier vier verschiedene Auszeichnungsebenen, also einmal die grüne Oase, dann die Auszeichnung Bronze, Silber oder Gold, die man erreichen kann. Und wir sind natürlich alle jetzt sehr gespannt, was die Firma Spears da für eine Auszeichnung erreichen wird. Nächste Folie bitte. Genau, denn die Firma Spierstar hat schon sehr viele naturnahe Maßnahmen auf dem eigenen Firmengelände umgesetzt. Bevor ich darauf eingehe, ganz kurz ein paar Zahlen. Die Firmenfläche beträgt ca. 31.000 Quadratmeter. Davon sind ca. 10.600 Quadratmeter Gewerbefläche. 4.000 Quadratmeter sind überbaut. Und an Grünflächen gibt es 16.500 Quadratmeter. Von diesen Grünflächen sind mittlerweile 13.500 Quadratmeter naturnah gestaltet. Und womit? Das sehen wir hier in den Bildern. Nämlich einmal wurde regionales Saatgut ausgebracht. Es wurden Wildstaudenbeete angelegt, es wurden diverse Strukturen ausgebracht. Das sieht man hier auch sehr schön im Bild, also beispielsweise Totholz, Steinhaufen. Unten im Bild angeschnitten sieht man noch so ein bisschen Offenboden.
Im Hintergrund sieht man beispielsweise auch so ein U aus Baumstämmen. Das ist ein neuer Mitarbeiter-Sitzplatz, wo man sich in den Pausen aufhalten kann. Und im Hintergrund sehen Sie so eine abgemähte Fläche. Die sieht heute auch schon wieder ganz anders aus. Da ist heute eine Streuobstwiese, die ist unten im Bild zu sehen, mit regionalen alten Obstsorten. Rechts auf der Streuobstwiese sehen Sie auch, wie sich das Regio-Saatgut entwickelt hat, an diesem Blühstreifen, der da zu sehen ist. Es wurden Frühblüher ausgebracht, es wurden diverse Hecken geschaffen, also einmal eine Wildstrauchhecke, aber hier im Bild auch zu sehen, eine Totholzhecke. Was man auch hier im Bild sehr schön sieht, ist, dass die Mitarbeiter an den Aktionen immer beteiligt werden. Also beispielsweise bei dem Bau der Totholzhecke, aber auch bei dem Ausbringen der Frühblüher oder auch bei dem Pflanzen der Wildstauden. Durch das Gelände fließt ein kleines Bächlein. Da wurden im letzten Jahr 3 Amphibienbecken eingebracht. Und wir sind schon sehr gespannt, wer da in diesem Jahr quaken wird. Und auch das Pflegeteam konnte durch tierische Helfer ergänzt werden, die hier rechts im Bild zu sehen sind und sich nicht nur an den Pflanzen erfreuen, sondern auch die Mitarbeitenden sehr erfreuen. Nächste Folie bitte. Genau, für die Firma selber war es auch sehr spannend, was diese naturnahe Gestaltung so mit sich bringt. Also bisher kam nur positive Resonanz auf die naturnahen Maßnahmen und das aktive Umweltmanagement, was in der Firma betrieben wird. Die naturnahe Begrünung hat zur Steigerung der Arbeitgebermarke beigetragen. Es herrscht eine bessere Stimmung und auch die Teambildung durch die erwähnten Mitarbeiteraktionen hat gut funktioniert. Ein steigendes Wohlbefinden aufgrund der naturnahen Gestaltung ist zu verzeichnen. Also auch der alte Mitarbeiterplatz wurde naturnah aufgewertet und wird jetzt gerne genutzt. Und es ist auch ein gewachsenes Interesse und aktives Einbringen der Mitarbeitenden an Umweltthemen nachzuvollziehen. Interne Neuerungen gab es auch. Beispielsweise wurde ein neuer Aufgabenbereich Umwelt eingerichtet. Ein Nachhaltigkeitsteam wird derzeit aufgebaut und auch eine Nachhaltigkeitsstrategie für das Unternehmen erarbeitet. Ferner hat sich der Bekanntheitsgrad der Firma erhöht, allein durch diverse Presse- und Radiobeiträge. Und auch öffentlich wurde das Engagement der Firma anerkannt, also beispielsweise durch Verleihung des Umweltpreises Kreis Bergstraße oder auch durch einen Beitrag im Magazin Mai-Odenwald, wo außergewöhnliche Menschen oder auch Firmen der Region Odenwald porträtiert werden. Wer Interesse an der Firma hat, geht gerne mal auf die Internetseite, die unten eingeblendet ist. Und interessierte Firmen können sich auch gerne direkt an die Firma wenden und beispielsweise in den Austausch begeben, wie das Ganze so funktioniert und was die Firma vielleicht auch eventuell an Tipps geben kann. Und Frau Steinmann von der Firma Spearstar ist übrigens auch hier im Chat. Also wer nachher in die Breakout-Session zur Prämierung geht, der kann auch gerne direkt heute an Frau Steinmann ein paar Fragen stellen. Nächste Folie bitte. Genau, und wer generell Fragen rund um Prämierung von Firmengeländen hat, der kann sich gerne an Herrn Bernd Assenmacher wenden vom Wissenschaftsladen Bonn oder an mich von der Heinz-Siemann-Stiftung. Wir freuen uns sehr auf Ihre Fragen und ja, sind jederzeit für Sie zu sprechen. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Frau Muno-Lindenau, liebe Andrea. Vielen Dank an alle. Ich freue mich unglaublich, dass sich so viele Menschen für heimische Pflanzen und für naturnahe Grünflächen interessieren. Meine Aufgabe in dem Vortrag ist es nun, eine ganz praktische Handreichung Ihnen zu geben, wie Sie erfolgreich Flächen mit heimischem Saatgut einsäen können. Ich möchte Ihnen erzählen, warum wir heimische Pflanzen verwenden sollten, was es bei der Einsaat zu beachten gilt und dann die Anlage und Pflege von Rasen vorstellen, beziehungsweise von Wiesen und dann auf die andere Saatgutmischung der Kampagne Bezug nehmen, die Anlage und Fläche von reinen Wildblumenflächen zu erklären. Ja, warum heimische Pflanzen? Geht Ihnen nicht bei der Betrachtung dieser Gebirgswildblumenwiese das Herz auf? Wildpflanzen, heimische Pflanzen sind von anmutiger Schönheit. Wir können sie standortangepasst auswählen und dann sind diese Flächen auch sehr pflegeleicht. Aus der Sicht unserer Tierwelt muss man ganz klar sagen,
Heimische Insekten sind durch Millionen Evolution an heimische Pflanzen angepasst. Was? Ein Doktor. Ich höre noch jemanden, der das Mikrofon nicht ausgeschaltet hat. Vielleicht noch ausschalten. Ja. Und es gibt unglaublich viele Insektenarten. Es gibt allein über 33.000 Insektenarten in Deutschland. Und all diese Insektenarten haben unterschiedliche Bedürfnisse. Und bei vielen ist es aber so, dass sie in ihrer Nutzung auf bestimmte Pflanzenfamilien spezialisiert sind. Es gibt zum Beispiel die Glockenblumen-Scherenbienen, die sich nur von dem Pollen von Glockenblumen ernähren. Hier sehen wir zwei Wildbienen, die die Glockenblumen auch gern als Übernachtungshotel nutzen. Dann gibt es natürlich noch die ganzen pflanzenfressenden Insekten. Und bevor Sie jetzt sagen I und Bäh, auch viele Larvenstadien von Insekten sind Pflanzenfresser. Und die Spezialisierung auf Pflanzenfamilien oder einzelne Pflanzen ist bei Pflanzenfressern besonders groß. Und wer Schmetterling sagt, muss auch Raupe sagen. Und um den Bedürfnissen dieser ganzen Vielfalt Rechnung zu tragen, ist das Beste, was wir tun können, heimische Pflanzen zu pflanzen und für Vielfalt zu sorgen. Denn nur das ist insektenfreundlich. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Und zwar, was gilt es bei der Einsaat von Wildblumen zu beachten? Sie sehen ja vielleicht hier schon an diesem Beispiel, dass die Samenkörner von Wildblumen unglaublich unterschiedlich sein können. Es gibt ganz staubfeine, wie hier die Glockenblumen-Samenkörner. Und darauf müssen wir bei der Aussaat achten. Wenn wir aussäen, dann macht es überhaupt keinen Sinn, das Saatgut in eine bestehende Pflanzenfläche zu säen. Hier wurde die rote Lichtnelke gesät, aber nicht einfach in eine Rasenfläche, sondern es ist wichtig, ein unkrautfreies oder beikrautfreies Saatgut zu bereiten. Das können Sie auf zwei unterschiedliche Arten erreichen. Entweder unkrautfreie Substrate verwenden, ich erkläre später, worum es sich dabei handelt, oder eine sehr gründliche Bodenvorbereitung. Sonst machen Sie sich das Leben sehr, sehr schwer, wenn Sie das nicht machen. Dann gibt es noch ein paar Tipps, wie man Wildpflanzen geschickt sät. Und zwar, weil das Saatgut so klein ist, ist es unabdingbar, das Saatgut mit Saathelfer zu strecken. Am einfachsten und am leichtesten verfügbar nimmt man da einen feuchten Sand. Aber man kann auch in großem Stil Wildpflanzen säen mit Sämaschinen und dann benutzt man zum Beispiel Sägemehl oder Maisschrot. Auch eine gute Verdünnungsmethode ist, das Saatgut mit Kompost zu strecken. Man sät immer in zwei Hälften, damit man sich bei dem ersten Saatdurchgang, wenn man sich da verschätzt hat, dann hat man noch die zweite Hälfte, um das zu korrigieren. Das Saatgut bei den Wildpflanzen handelt es sich überwiegend um Lichtkeimer. Und deswegen ist es ganz wichtig, anders als wenn Sie Bohnen oder andere Gemüsesamen säen, dass Sie das Saatgut auf keinen Fall einhaken, nur festwalzen, im großen Maßstab auch mit einer motorisierten Walze oder im Garten mit der Rückseite der Schippe oder mit Brettern und eben festklopfen. Sie sollten dann, wenn Sie schnelle Erfolge sehen wollen, das Saatgut bis zur Keimung feucht halten. Wenn es sich um zu große Flächen oder abgelegene Flächen handelt, können Sie darauf auch verzichten. Die Wildpflanzen finden schon die beste Wetterperiode, um dann zu keimen. Nur dauert es dann eben unter Umständen länger. Und es kann dann auch schon mal ein Jahr länger dauern, wenn es sich um lange Trockenperioden handelt. Also die können das, die Wildpflanzen, aber für einen schnellen Erfolg sollten Sie nachhelfen. Und es ist ganz wichtig, Geduld zu haben, denn anders als Gemüsepflanzen keimt Wildpflanzensaatgut ungleichmäßig, zum Teil zeitverzögert, zum Teil braucht man einen Kälteeinfluss. Lassen Sie sich nicht entmutigen, wenn nicht alles sofort keimt, sondern wie gesagt, die Wildpflanzen wissen, wann es für sie am besten ist und keimen dann zum richtigen Zeitpunkt vielleicht nochmal in der zweiten Saison nach. Jetzt möchte ich Ihnen anhand des Beispiels Wildblütenrasen, der von dieser tollen Kampagne zur Verfügung gestellt wird und vertrieben wird, Ihnen erzählen, wie man einen Wildblütenrasen beziehungsweise eine Wildblumenwiese anlegt. Ich stelle die Mischung kurz vor. Es handelt sich dabei um 50%
80% ausdauernde Blumen und 50% konkurrenzschwache Gräser. Konkurrenzschwach ist wichtig, es dürfen da keine Rasenzuchtsorten dabei sein. Die würden den Wildblumen keine Chance lassen, sich in der Fläche zu etablieren. Die empfohlene Ansatzstärke ist 3 Gramm pro Quadratmeter. Und es handelt sich bei dieser Fläche, wenn Sie die richtig anlegen und richtig pflegen, um eine Fläche, die nahezu unbegrenzte Lebensdauer hat. Also Sie können dabei sehr, sehr nachhaltige Pflanzflächen schaffen. Englischer Rasen oder Golfrasen, blumenfrei, gedüngt, gewässert, ist eine besonders naturferne Art, seinen Garten zu gestalten, sagt Ulrike auf der Heide. Und ich stimme ihr zu. Und das ist nur noch übertroffen von den Schottergärten. Wie anders ist dagegen der Wildblumenrasen, der artenreich ist und damit wiederum sehr insektenfreundlich und auch schön anzuschauen. Hier in Lila zum Beispiel die kleinen Braunellen, die auch in der Saatgutmischung mit enthalten sind. Ich stelle Ihnen die Saatgutmischung noch, was noch sehr dafür spricht, finde ich. Danke. Vielleicht, ja? Hast du deine Kamera noch an? Ja. Vielleicht machst du sie mal aus, weil es manchmal ein ganz klein bisschen abgehackt ist. Vielleicht wird dann mache ich die aus. Augenblick. Video beenden, ja? Ja. Bitte nicht das Meeting. Okay, ihr hört mich noch, ja? Und vielleicht hört ihr mich jetzt besser. Super, das tut mir danke. Leid für die Technik. Vielleicht erinnern Sie sich noch an die Hitzesommer von 2018 und 2019 und das ganze Verkehrsbegleitgrün und vielleicht auch viele Privatgärten sahen so aus. Und mit den Wildblumenrasen haben Sie viel weniger Stress in Hitzesommern. Denn wenn man genau hinschaut, sieht man, dass zwar die Gräser alle vertrocknet sind, aber gerade die Wildblumen hier, wie zum Beispiel Dost und Johanniskraut und einige gelbe Doldenblütler, die können diese Hitze vertragen und die können mit der Trockenheit viel besser zurechtkommen als unsere hochgezüchteten Rasengräsern. In der GTA-Mischung sind niedrige Arten enthalten, zum Beispiel Gamander-Ehrenpreis und Hornschotenklee. Hornschotenklee ist die Hauptfutterpflanze der Raupen des Hauhechelbläulings. Damit können Sie also besonders diese wunderschönen Falter unterstützen. Es gibt aber auch höhere Pflanzen, wie zum Beispiel das Wiesenschaumkraut, das ich in feuchteren Gebieten des Rasens dann ausbreiten würde. Und da kommt sofort der Aurora-Falter, der das Wiesenschaumkraut sehr spezialisiert nutzt. Auch enthalten sind typische Wiesenpflanzen wie Flockenblumen. So, was sind jetzt nun die besten Voraussetzungen, damit Sie es sich besonders leicht machen und die Ansaat möglichst gut funktioniert? Sie sollten eine nicht zu kleine Fläche einsäen. Das liegt daran, weil es sich um eine artenreiche Mischung handelt. Und sonst spielt bei kleineren Flächen der Zufall da zu sehr rein und dann würden wir eine artenarme Fläche bekommen. Also mindestens 10 Quadratmeter sollten es schon sein für diesen Wildblumenrasen oder auch eine Wildblumenwiese. Sie können ihn anlegen in reinen sonnigen Lagen oder in halbschattigen Lagen. Das heißt, im Sommer sollten es mindestens 5 Stunden Sonne sein. Und ganz klar ist, je sonniger, desto mehr kommen die Blumen zu blühen. In Schatten sind das dann eher grasbetontere Flächen. Wenn es ganz schattig wird, dann wird das das Reich des Mooses, was auch nicht schlimm ist, was aber eben weniger die bunten Blumen begünstigt. Sie sollten die Hinweise zur Aussaat beachten, die ich schon gegeben habe. Und das Tolle bei diesen Rasen- und Wildblumenmischungen ist, dass die auch funktionieren bei unkrauthaltigen Böden. Und dann kommt es eben auf eine gründliche Bodenverbreitung an. Und wenn Sie sich dann ist es wichtig, dass man auch den günstigsten Saatzeitpunkt einhält. Der liegt von Mitte April bis Mitte Juni. Oder in frühlingstrockenen Gebieten kann man sehr gut auch im September säen.
Da hat man einfach die besten Erfolgschancen, was die meisten der vorhandenen, der in der Mischung vorhandenen Samenarten betrifft. Das hat die Erfahrung gezeigt. Wie geht denn nun diese gründliche Bodenvorbereitung, von der ich die ganze Zeit spreche? Und zwar ist es unabdingbar, wenn Sie zum Beispiel eine bestehende langweilige Rasenfläche umgestalten wollen, dass der alte Bestand entfernt wird. Dann muss der Boden gelockert werden. Und diese beiden Arbeitsschritte können Sie natürlich händisch machen, mit Spaten die Rasensoden abschälen, mit Grabegabel oder Keil oder Grubber den Boden lockern. Das Ganze geht aber natürlich auch im größeren Stil maschinell mit Pflug und Grubber. Oder was auch gut funktioniert, ist mehrmaliges Fräsen. Hier im Bild eine kleine Fräse. Mehrmaliges Fräsen bei gutem Wetter. Und zwischen den Fräsgängen sollte man das Unkraut, das unausweichlich im Boden vorhanden ist, nochmal keimen, sprich auflaufen lassen und dann erneut fräsen, bis man am Ende eine sogenannte Schwarzbrache hergestellt hat. Wenn Sie es etwas bunter und artenreicher wollen, ist es günstig, beim Fräsen oder Umgraben eine Schicht Sand einzuarbeiten. Wenn man den Boden abmagert, dann begünstigt man die Wildblumen, denn die Gräser sind die, die auf besonders gut auf nährstoffreichen Flächen gedeihen. Also das ist keine Bedingung, dieses Sand einarbeiten, aber das macht den Rasen ein wenig weniger feucht und nährstoffreich und begünstigt das Blumenwachstum. Dann sollte man den Boden 2 Wochen liegen lassen, damit sich die Bodenkapillaren wieder bilden und also damit sich der Boden setzt. So kann dann genug Feuchtigkeit aufsteigen und das Saatgut vertrocknet nicht. Am Ende wird der Boden nur noch einmal wirklich oberflächlich, fein, krümelig aufgeraut, zum Beispiel mit einer Hake oder maschinell mit einer Kreiselegge. Nötige Pflege im ersten Jahr möchte ich Ihnen jetzt vorstellen. Und zwar möchten Sie ja den Rasen auch benutzen, doch bitte betreten Sie den erst, wenn eine fast geschlossene Pflanzendecke entstanden ist. Das kann nach 3 Monaten oder 6 Monaten oder bei langsamem Wachstum vielleicht auch noch später ist der Fall sein. Aber das ist wirklich wichtig für den Erfolg. Und dann müssen Sie 4 bis 6 Mal im Jahr Pflegeschnitte oder sogenannte Schröpfschnitte durchführen. Das geht hier bei dem Rasen gut mit dem hochgestellten Rasenmäher. Sie dürfen nicht kürzer schneiden als 5 cm, sonst schaden Sie den Blättern der Wildpflanzen. Man nennt das auch Rosetten, diese Blätter, die dem Boden direkt anliegen. Das erste Mal sollte dieser Pflegeschnitt etwa 6 bis 8 Wochen nach der Aussaat erfolgen. Immer dann, wenn der Boden schon relativ zugewachsen und beschattet ist und man den Boden von oben nicht mehr sehen kann. Und wichtig ist auch, der Rasen geht kurz in den Winter, also ein letztes Mal sollte er noch mal kurz vor der Winterruhe geschnitten werden. Weitere Pflegemaßnahmen sind das Saatgut entfernen, das Laub abbrechen, nicht jäten und nicht düngen. Diese ganzen, also nicht jäten im ersten Jahr ist wichtig, weil man dabei sonst vielleicht auch unabsichtlich die kleinen erwünschten Keimlinge rausziehen würde. Dafür lässt man sich lieber für die Unkrautvermeidung auf diese Pflege- bzw. Schröpfschnitte. Die ganzen anderen Maßnahmen, Saatgut entfernen, Laub abbrechen, nicht düngen, die dienen dazu, den Boden nicht zu düngen, sondern abgemagert, aus den eben genannten Gründen, weil wir ja bunte Flächen wollen. Und bitte Sie, das möglicherweise lückige Aussehen im ersten Jahr zu ertragen. Manche sagen sogar, katastrophales Aussehen im ersten Jahr ist ein Zeichen für Erfolg. Das können Sie auch Ihren Nachbarn so gegenüber so vertreten. Es geht eben darum, dass diese Mischung keine Hochleistungsgräser enthält, die durch Ausläufer schnell die Fläche dicht machen, sondern wir wollen ja eben
die Wildblumen fördern und die brauchen ihre Zeit. Die Blüte gibt es dann im zweiten Jahr. Die nötige Pflege in den Folgejahren ist ähnlich beim Rasen wie im ersten Jahr. Nur kann man sich da von den Nutzungsansprüchen und den ästhetischen Ansprüchen leiten lassen. Kann öfter mähen, wenn man eine belastbare Fläche haben will und die oft betreten möchte, oder auch seltener, wenn das einem reicht. Das erste Mal sollte man im Mai mähen und das letzte Mal wieder kurz vor der Winterruhe. Dann gilt das Gleiche, was ich eben schon gesagt habe. Ein wichtiger Punkt ist, jetzt darf man auch jäten und man sollte sein Augenmerk beim Rasen besonders auf die Weißkleepolster werfen. Denn das ist natürlich auch eine heimische Pflanze, aber die ist sehr, sehr durchsetzungskräftig und sonst hat man bald an manchen Stellen eine reine Weißkleefläche. Ja, ausschalten. Dankeschön. Es gibt spannende Möglichkeiten für diese Saatgutmischung oder generell für Blumenkräuterrasen, um die Blühperiode noch nach vorne zu verlegen. Sollte man zusätzlich Frühblüherzwiebeln stecken. Das ist auch sehr wichtig für die frühfliegenden Wildbienen wie die Hummeln zum Beispiel. Nicht alle Zwiebelpflanzen vertragen es, auf einem betretenen und gemähten Rasen zu wachsen. Deswegen habe ich hier mal aufgelistet, welche das gut vertragen. Können Sie hier nachlesen. Und dann sollte der erste Schnitt natürlich erst dann erfolgen, wenn das Laub der Zwiebelblumen schon anfängt zu vertrocknen. Was eine sehr schöne Möglichkeit ist, auch die höheren Blumen zum Blühen zu kommen zu lassen, ist eben einzelne Bereiche als Blumeninseln höher stehen zu lassen. Zum Beispiel hier eine Margariteninsel. Nun komme ich zum nächsten Teil des Vortrags. Wenn Ihnen der Blütenaspekt beim Wildblumenrasen noch nicht reicht, können Sie auch einfach die gesamte Fläche höher stehen lassen, wie hier geschehen. Dann hat man ein Wildblumenmeer, hier der Margaritenaspekt. Sie müssen sich aber gewahr sein, dass Sie damit mit allen Wildblumenwiesen haben Sie sozusagen ein Blumengräserbeet. Das bedeutet, das ist eigentlich nicht mehr zum Betreten gedacht. Das ist zum Umgehen und vielleicht vom Rand her Blumen pflücken und vom Rand her genießen gedacht. Weil das ist ungünstig für die Wiese, wenn die Gräser und Blumen umgeknickt werden. Hier eine Magerwiese, die ich Ihnen vorstellen wollte. Und generell gilt hier ganz besonders wichtig, dass Sie standortgerechtes Saatgut von heimischen Stauden und konkurrenzschwachen Wildgräsern verwenden, wie die genannte Mischung von der Kampagne. Es gibt aber auch andere Wildpflanzenproduzenten, die sehr gute Blumenwiesenmischungen anbieten. Die werde ich am Ende des Vortrags nochmal nennen. Ganz wichtig ist es, keine Exoten und keine Einjährigen in der Mischung zu haben. Die Exoten sind nicht insektenfreundlich, egal wie viel Nektar die für Honigbienen die enthalten. Und die sind auch nicht nachhaltig. Einjährige sind aus der Ackerbegleitflora sind zwar schön, sind aber kontraproduktiv, weil sie verhindern, dass man die nötigen Pflegeschnitte im ersten Jahr durchführt. Für die Wildblumenwiesen gilt insbesondere, je magerer und sonniger, desto bunter. Also wäre es hier in diesem Fall wirklich günstig, oder wenn Sie eine etwa besonders bunte Fläche möchten, wäre es günstig, die mit einer 10 cm Sandschicht abzumagern. Aber es geht natürlich auch ohne. Es gibt auch wunderbare Mischungen für sogenannte Fettwiesen. Genau, das wäre zum Beispiel eine Fettwiese. Es gibt auch Mischungen für Feuchtwiesen, hier mit der Bachnelkwurz zum Beispiel. Und die nötige Pflege ist im ersten Jahr überraschenderweise genau wie beim Blumenrasen. Und das ist ganz wichtig, dass Sie in diesem ersten Jahr diese Pflegeschnitte mehrmals im Jahr durchführen. Das Ziel ist nämlich, dass die einjährigen Unkräuter, die unweigerlich in jeder Fläche vorhanden sind, nicht aussamen können und dass immer Licht auf die Jungpflanzen der Wildblumen fällt. Es gibt dafür eine
ganz witzige Orientierungshilfe, die sogenannte Bierflaschenregel, die besagt, wann diese Pflegeschnitte durchgeführt werden sollen. Immer wenn der Aufwuchs der Blumenwiese so hoch ist wie eine Bierflasche, dann schneidet man den Bewuchs auf die Dicke einer Bierflasche, also etwa 5 bis 8 Zentimeter. Nötige Pflege in den Folgejahren unterscheidet sich jetzt von der Pflege des Wildblumenrasens. Jetzt wird seltener geschnitten, aber gar nicht schneiden funktioniert nicht. Dann würde die Fläche verbrachen und artenärmer werden. Also diese Pflegeschnitte sind wichtig. Da können wir jetzt in den meisten Fällen nicht mehr den Rasenmäher verwenden, sondern brauchen eine Sense oder eine Motorsense oder den Balkenmäher. Die besten Schnittzeitpunkte für nährstoffreiche, also Fettwiesen, sind im Juni und im September. Der erste Schnitt im Juni, da kann man sich so ein bisschen daran orientieren, wann die Margeriten gerade im Abblühen sind. Wenn man es mit einer besonders mageren Fläche zu tun hat und eine Magerwiese aufwächst, dann reicht auch unter Umständen nur ein Schnitt im Juli oder sogar noch später im Jahr. Ganz wichtig ist, dass das Maat gut abgeräumt wird. Die Mulchmaat, also wenn man das Saatgut klein häckselt oder und liegen lässt, führt unweigerlich dazu, dass der Fläche Nährstoffe zugeführt werden. Die Wildblumen bekommen kein Licht, die Fläche verändert sich und wird eine reine Grasfläche werden. Um das Aussamen der Wildblumen zu begünstigen, ist es wichtig, die Pflegeschnitte möglichst vor einer schönen Wetterperiode durchzuführen und das Schnittgut dann 3 Tage liegen zu lassen, damit die Samen noch ausfallen können. Wichtig für Insekten ist es, nicht alles auf einmal zu mähen. Man kann dann die sogenannte Staffelmaat durchführen, also bestimmte Flächen der Wiese erst 2 Wochen später mähen, damit die Insekten immer Bereiche haben, in die sie flüchten können. Es gibt noch einen ganz einfachen Ratschlag, wie man insektenfreundlich mähen kann. Und zwar sollte man nicht von außen anfangen und die Insekten in der Mitte einkesseln und ihnen am Ende dann den Gar ausmachen, sondern in der Mitte anfangen und sich nach außen vorarbeiten. Was die Schneidetechnik betrifft, ist es umso insektenschonender, je langsamer man vorgeht, und Balkenmäher sind schonender als Kreiselmäher. Auch für Wildblumenwiesen gibt es spannende Möglichkeiten, was die Anlage betrifft. Und zwar, wie eben schon erwähnt wurde, gibt es für Sparsame natürlich auch die Möglichkeit, den Rasen einfach seltener zu mähen. Nur kommt es dann sehr auf die Samenbank des Bodens an, was sich daraus entwickelt. Also man kann den Rasen mal anschauen, sind da schon Rosetten von Wildblumenpflanzen vorhanden, dann hat man mit dieser Methode einen guten Erfolg. Wenn es sich wirklich um einen sterilen Golfrasen handelt, dann hilft das wahrscheinlich weniger. Man kann die Wiese auch durch gezieltes Pflanzen von Wiesenstauden anreichern oder den Rasen. Dann muss man kleine Bereiche vom Bewuchs freimachen und typische Wiesenstauden wie Flockenblumen oder Labkraut oder Storchschnabel pflanzen. Und die haben dann genug Durchsetzungskraft, um sich gegen die Gräser durchzusetzen. Wenn man es mit besonders großen Flächen zu tun hat, kann man die Umwandlung, die ich beschrieben habe, über die Schwarzbrache und die Ansaat auch auf einzelne Streifen begrenzen, zum Beispiel alle 8 Meter einen 3 Meter breiten Streifen umwandeln. Und nach werden die neuen Wiesenpflanzen dann auch in die gräsernen Bereiche einwandern. Für die, die es besonders bunt wollen, könnte man auch eine Magerwiese auf unkrautfreiem Substrat anlegen, da sage ich gleich noch ein bisschen was zu. Oder man könnte die Gräser schwächen mit Halbmarotzern, zum Beispiel den großen Klappertopf. Den kann man dann auch nach einem Jahr schon in die etablierte Wiese säen, für etwas feuchtere und nährstoffreichere Wiesen. Oder den Ackerwachtelweizen
für magere, kalkreiche und trockene Wiesen. Die schwächen dann die Gräser und blühen wunderschön. So, nun kommen wir zur zweiten Möglichkeit, Wildblumenflächen anzulegen. Und zwar geht es hier um die Anlage und Pflege von reinen Wildblumenflächen. Auch hier möchte ich die Mischung, die von der GTA-Kampagne zur Verfügung gestellt wird, kurz vorstellen. Es handelt sich hier um eine Mischung mit 100% Blumen, die zum Teil sehr groß werden, bis zu 1,20 Meter. Hier ist, das ist eine typische Saumgesellschaft, die hier zusammengestellt wurde. Und die empfohlene Ansatzstärke ist 2 Gramm pro Quadratmeter. In dieser Mischung sind sowohl Einjährige vorhanden, aus der typische Vertreter der Ackerbegleitflora wie Kornblume, Feld, Rittersporn oder eben Mohn für den Aspekt im ersten Jahr. Dann sind zweijährige Blumen vorhanden, wie hier in Weiß wilde Möhre mit den walzenartigen Samenständen, wilde Karde oder hier in Blau Natternkopf, der besonders wichtig ist für die Natternkopfmauerbiene, die darauf spezialisiert ist. Ja, das sind oft sehr imposante Gestalten, die ordentlich Platz brauchen. Ich glaube, eine Königskerzenart ist auch drin. Und diese Zweijährigen sind oft auch sehr attraktive Wintersteher. Und sie produzieren auch Samen für Vögel, wie zum Beispiel den Distelfinken. In der Mischung sind aber auch mehr als die Hälfte ausdauernde Blumen drin, Flockenblumen, Glockenblumen, Malven und wie hier der wunderbare Wiesensalbei. So dass diese Fläche, die sie anlegen, anders als der Wechselflor, der oft verwendet wird, eine durchaus lange Lebensdauer haben kann, von 2 bis 10 Jahren. Das kommt dann auf Sie an, auf die Vorbereitung und auf die Pflege, die Sie der Fläche angedeihen lassen. Das bestimmt, wie groß deren Lebensdauer ist. So, was sind nun die besten Voraussetzungen, damit Sie erfolgreich sind mit dieser Mischung oder auch mit anderen Saummischungen, die es auch bei den zertifizierten Wildblumenproduzenten gibt? Die Mischung von TGTA. Nein, also ich wollte noch sagen, es macht eher Sinn, die Mischung auf, sagen wir, Flächen ab 2 Quadratmeter auszusäen. Wenn Sie Blumenkästen mit heimischen Pflanzen bestücken wollen, würde ich empfehlen, vielleicht die Einjährigen aus der Ackerbegleitflora zu säen, die etwas zarter sind als diese zum Teil großen Zweijährigen. Oder direkt Wildstauden zu pflanzen. Diese Mischung, die GTA vorstellt, ist explizit für eine sonnige Lage gedacht. Da sind wahre Sonnenanbeter und Trockenheitskünstler drin, was ja sehr zukunftsweisend ist mit den Hitzesommern, die wir bestimmt noch weiter haben wollen. Wenn ich das richtig verstanden habe, wird aber auch arbeiten, die Leute auch schon daran, eine weitere Mischung für speziell für Schattenstandorte zu erstellen. Sie sollten die Hinweise zur Aussaat beachten, die ich gegeben habe. Und in diesem Fall ergibt es Sinn, unkrautfreie, nährstoffarme Substrate zu verwenden. Sie können die Mischung auch auf gründlich vorbereiteten Erdflächen verwenden. Nur haben, das ist durchaus möglich, nur haben Sie dann bei der Pflege viel mehr Arbeit. Also unkrautfreie, nährstoffarme Substrate, vor allem wenn es sich auf kleine Flächen, um kleine Flächen handelt oder wenn es Flächen mit einem großen Schauwert sind oder wenn es öffentliche Flächen sind, dann ist es durchaus von Vorteil, nährstoffarme Substrate zu verwenden. Dafür ist die Aussaat dann aber auch ganzjährig möglich. Erlauben Sie mir einen kurzen Exkurs zu unkrautfreien Substraten. Mit unkrautfreien Substraten sind mineralische Substrate gemeint. Das kann sein Sand, Wandkies oder manche sagen auch Betonkies dazu, Schotter oder mineralischer Unterboden. In manchen Regionen besteht der Unterboden aus Sand oder aus steinigen, kiesigen Unterboden.
Das ist sehr günstig, auch um diese unkrautfreien Substrate herzustellen. Und die werden ergänzt durch gütegesicherten Kompost. Damit Sie verstehen, was ich meine, hier ein kleines Schaubild. Der vorhandene Boden, der Boden, der unweigerlich immer mit Unkrautsamen durchsetzt ist, wird mit einer mindestens 20 cm großen, hohen mineralischen Substratschicht abgedeckt und in die obersten 15 cm davon wird 4 cm Kompost eingearbeitet. Wie viel Kompost Sie verwenden, hängt davon ab, wie viel Niederschlag Sie haben. 4 cm ist so der Durchschnitt. Wenn Sie weniger als 600 mm Niederschlag im Jahr haben in Ihrer Region, können das auch 5 bis 7 cm sein. Wenn Sie mehr als 800 mm Niederschlag im Jahr haben, dann reichen auch 2 cm. So sieht das dann aus, wenn man das vorbereitet. Man muss den vorhandenen Boden nicht unbedingt abtragen. Es gibt auch sehr attraktive Bilder, wenn man kleine Hügelchen aufschüttet, die man zum Beispiel mit einer niedrigen Trockenmauer umfasst. Und hier müsste der Kompost eben noch eingearbeitet werden. Weiteres. Liebe Anke, ja. Ein bisschen müsstest du langsam auf die Tube drücken. Gut, ich bin gleich fertig. Wunderbar. Ich bin gleich fertig. Weiteres gutes Substrat ist zu ein Drittel Sand, Lehm und Kompost oder Dach- und Baumsubstrate. Genau, und damit das ein für alle Mal klar und verstanden ist, wenn Sie Schotter verwenden, hat das trotzdem nichts mit Schottergärten zu tun. Denn in den Schottergärten wird Schotter ohne Feinanteile verwendet. Der ist lebensfeindlich. Für artenreiches Wachstum müssen diese ganzen mineralischen Substrate Feinanteile enthalten oder sogenannte Nullanteile. Dann können die Wasser speichern und dann können die Wurzeln der Wildpflanzen ihre Nährstoffe daraus saugen. Damit Sie nicht denken, was soll denn da wachsen auf den mineralischen Substraten? So sieht ein Wildblütensaum aus, der auf reinem mineralischen Substrat gesät wurde. Auch hier gibt es spannende Möglichkeiten. Sie können eine neue Heckenpflanzung mit dieser Einsaat versehen. Sozusagen statt Mulch werden hier Blumen verwendet. Das kann bei einer Rosenhecke dann zum Beispiel so aussehen. Und nach, wenn die Wildsträucher größer werden, verdrängen sie dann die Blumen und die haben ihren Dienst dann getan. Weitere spannende Möglichkeiten, auch hier kann man Frühblüherzwiebeln stecken und sehr wichtig und auch schön, Stängel im Winter stehen zu lassen. Das sind die Puppenstuben für die Schmetterlingspuppen. Das ist unglaublich wichtig. Nötige Pflege. Auch hier können, auch wenn man unkrautfreie Substrate verwendet, können Unkräuter aus der Region aus der Region anfliegen. Deswegen sollte man gerade in den 2 ersten Jahren aufmerksam jäten, zumindest Baumsämlinge und Gräser. Erst im Frühjahr, anders als bei der Blumenwiese, erst im Frühjahr werden die trockenen Pflanzenteile handhoch zurückgeschnitten. Man muss das auch nicht an allen Stellen machen. Man kann auch nur alle 2 Jahre teilweise schneiden und das Schnittgut an anderer Stelle lagern, damit die Wildbienen und Schmetterlinge noch ausschlüpfen können. Und falls trotz all ihren Mühen nach einigen Jahren nur noch zu wenige Arten für ihren Geschmack vorhanden sind, kann man die Fläche umbrechen und neu anlegen. Aber bei mageren Substraten wird die Fläche sehr, sehr lange schön sein. Weitere Bezugsquellen möchte ich noch nennen für Wildpflanzen-Saatgut, Hofberggarten, Seringa, Strickler und eben Rieger Hoffmann, von dem hier auch die Mischungen kommen. Und die bieten eine sehr gute Auswahl von Blumenwiesen und Säumen an, die auf die unterschiedlichsten Bedürfnisse zugeschnitten sind. Für den Schatten, für die Feuchtigkeit, mit oder ohne einjährigen Pflanzen, für Sandboden, für mageren Boden. Also da können Sie bestimmt das finden, was für Ihren Standort das Richtige ist. Ich möchte mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Es tut mir leid, wenn ich ein bisschen zu lang war. Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg mit Ihren Flächen und wünsche Ihnen, dass die Insekten zu Ihnen kommen und genau wie diese Bluttröpfchen sich bei Ihnen vermehren. Ganz herzlichen Dank. Mhm.